Mein lieben Wardlove, meine Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Wir haben letztes Mal ein paar Paradoxien entdeckt, sagen wir mal so, die wir nicht bekämpfen können, weil, wenn das tatsächlich in die Wertung mit reingeht. Denn es ist so, hier bei den Pflanzen, da werden Pflanzen als nicht zufrieden angezeigt, die gar nicht auf unserer Insel sind, wo ich gar nicht hinkomme. Und wie ich das machen soll, bin ich ehrlich? Weiß ich nicht. Das sind alles Pflanzen, mit denen wir so nichts zu tun haben, beziehungsweise wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und insofern, gut, ich meine, es ist natürlich hier wieder Winter angesagt, ne? Ist mir ausgedacht, das ist auch Savannengras. Ne? Ganz kurz gucken. Ja, wir müssen wieder Savannengras nachfüttern, ne? Mehr oder weniger, ne? Wir füttern unsere Pflanzen mit Savannengras, mit Savannengras, mit Savannengras, Savannengras. Ja, sonst memmen die alle wieder voll ab hier, ne? Und dann sind unsere Elefanten auch wieder am Hunger, ne? Das wollen wir natürlich nicht, ne? Komm hier, wieso? Wieso geht das nicht weg? Gut, die sind einsam. Gegen Einsamkeit kann ich erstmal nicht viel machen. Der ist irgendwie auch nochmal Savannengras. Wieso geht das denn? Was haben wir eigentlich für ein Datum? Wir haben es Dezember. Gut, wir können nochmal Savannengras nachballern. Weil ich nicht glaube, dass das hier wirklich viel bringt. Okay, hier nochmal probieren. Savannengras. Es macht so viel Spaß mit Savannengras. So. Okay. Aber hier habe ich Savannengras hingeballert ohne Ende. Aber es funktioniert irgendwie nicht. 25%. Ihr seht, das ist auf einer Insel, wo ich keine Chance habe. Ja, das Problem ist natürlich, ne, ich will mal so sagen, die Kampagne ist nicht ganz wieder mal, es ist immer wieder sehr unfair. Ne, denn es ist so, wir müssen hier dafür sorgen, dass alles auf 100% geht. Wir haben aber nicht die Möglichkeiten, da wirklich großartig drauf einzugreifen. Denn es ist so, ne, es gibt halt Jahreszeiten, da sind die Pflanzen am Abmemmen. Und dann versuchen wir das zu bekämpfen und dann müssen wir uns um unsere Tiere kümmern. Und wenn wir uns halbwegs um unsere Tiere gekümmert haben, dann ist es so, dass die Pflanzen wieder an der Reihe sind. Das ist eigentlich ein Perpetuum mobile, das geht immer so weiter, ne? Und wir können da irgendwie nicht wirklich viel machen, ne? Das Savannengras verschwindet komischerweise immer, ne? War auch eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Aber okay. Ne? Und wenn tatsächlich die Pflanzen da auf der anderen Insel mit reinspielen, ja Freunde, dann haben wir pauschal irgendwie gar keine Chance, würde ich sagen, ne? Denn wie willst du denn das machen? Wie willst du denn Ditte machen, ne? Wie willst du denn Ditte machen, ey? Ditte machen, wa? So, du auch noch? Ja, auch noch hier schön Savannengras. Savannengras. Immer wieder gern genommen. Frisches, schönes Savannengras. So, hier ist aber noch alles soweit okay. Was hatten wir? Oh Gott, unsere Erdmännchen sind wieder hier voll was am Abpoppen. Ne, da war wieder alles richtig, ne? So aus, wie soll ich sagen, Überbevölkerung, ihr wisst das, ihr kennt das Ding, was haben wir hier? Moment hier, zim, zam, zom, tschüss. Tschüss. So, okay. Oh, hier fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Savannengras. Savannengras. Ja, 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 Savannengras. So, du fängst ja auch gleich an zu brammeln wahrscheinlich, ne? So, aber jetzt schon wieder gut. Ich bin ja echt nur am Savannengras nachpflanzen und ne, kommt trotzdem nicht auf meine 100%. Ne? Zim, zam, zom. Zim, zam, zom. Gut, die Jumbos fressen aber auf jeden Fall jetzt schön. Was ist das? Oh Gott, das war, glaube ich, der Lavendel. Ich glaube, das war gar kein... Die wollten, glaube ich, gar nicht. Was wollt ihr, Lavendel? Ach doch, die wollen auch Savannengras. Ja, cool. So. So, 59%, die Tiere sind auf 91%. So, hier nochmal Savannengras, hier nochmal Savannengras. Savannengras. Ja, aber ich meine, das gibt der Kampagne natürlich auch eine gewisse Eintönigkeit, ne, wenn ich nicht wirklich viel machen kann, beziehungsweise wenn ich nicht mal Einfluss auf den Scheiß habe, ne, dann bin ich ehrlich, weiß ich nicht mehr, was ich damit machen soll, ne.
Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie wir hier weiter vorgehen sollen. Denn ich bin ehrlich, ich halte das Ding für relativ aussichtslos, das zu schaffen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob die letzte Kampagne überhaupt freigeschaltet wird. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie sollen wir das hinkriegen? Ja, und. Okay. Pflanzen sind sie auf 74%. Aber ich kann die ja nie auf 100% kriegen. Was? Erdmännchen, super. Wenn die halt, ne, entsprechend immer. Ne, von. Was ist das? Das sind. Pampasgras. Ihr wollt was für ein. Auch Savannengras. Okay, kriegt ihr auf jeden Fall Savannengras, Freunde. Pampasgras, Savannengras. So. Okay. Okay, die Erdmännchen sind wieder, ne? Geladen, ne? Schussfertig sozusagen, ne? Aber scheiße, Freunde, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das wuppen soll. 92% hier, 90% die Tiere, ne? Weil die Leute hier einsam sind, ne? Hier eher, ne? Meinte, müsste hier einen Traurigen raushängen lassen, ne? Pass auf, ich nehme dich mal, hier sind ein paar Kollegen von dir, ne? Dann müsste das eigentlich weg sein. Ja, weg. Super. Wir müssen jetzt versuchen, hier alle, ne? Du bist, was bist du? Du bist ein Nashorn? Wo waren unsere Nashörner? Ja, die Erdmännchen sind wieder in einer Überpopulation und, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall ein Nashorn da. Ne? Stell ich den mal dahin, ne? Ist jetzt weg. So, pass mal auf. Genüge Kühe. Aber ohne Scheiße, ich glaube nicht, dass wir das irgendwie wuppen können, Freunde. Ich glaube nicht, dass wir das wuppen können. Komm, da ist ein Kollege. Jetzt hör mal auf zu heulen da. Genau. Hier sind Gazellen auch traurig, ne? Ja, ich kann auch leider zu wenig drauf eingreifen. Ne, weil ich kann weder Gärtner einstellen, noch kann ich irgendwie Heizgeräte, wenn sie im Winter am Abmemmen sind. Ne, ich kann ja ein paar verkaufen, weil sie halt, ne, unentwegt am Poppen sind hier, ne? Unsere kleinen Racker, ne? So. Tschüss, ja. Du auch, Kollege. Tschüss, ja. Ja, wenn ich die Pflanzen auf der Nachbarinsel, die dann tatsächlich, wenn sie sich wirklich darauf auswirken, wenn ich die wenigstens verbimmeln könnte, aber kann ich auch nicht, ich komme da nicht dran, ich habe da keine Chance dran zu kommen. Okay, das Zeichen verschwindet wieder. Hier auch, ja. So, da habe ich noch irgendwen einsam gesehen. Ist das ein Erdmännchen? Ja. Ciao. Bin ich ehrlich, aktuell bin ich einfach ein bisschen komplett überfragt. Ne, hier ist so ein bisschen so das große Wasserloch, ne? Da treffen sich alle, so der Treff der einzelnen Gangs, ne? Hier, unser kleiner Jumbo, Gräser schmecken super, finde ich gut, Kollege. Also von den Gräsern müssten wir echt noch ein paar mehr machen. Weil die fressen sie echt gerne und die sind auch vor allen Dingen, ne? Schlamm. Ja, Schlamm, super. Wie heißen die Teile? Die heißen. Futterhöhe 80 cm. Großer Papyrus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der herkam, ne? Niedrige Fenster. Mal ganz kurz drüber fahren. Das war ja doch eher eine Dattelpalme. Was ist das hier? Großer Papyrus. Ballern wir noch ein paar von hin. Denn das Zeug scheint ja irgendwie echt ganz angesagt zu sein. Auch so fresstechnisch, ne? Können wir denn bei den Elefanten da nicht auch noch. Die haben ja Elefanten, ne? Wo sind unsere Elefanten? Okay, wo sind unsere Elefanten? Ja, eigentlich kann man doch Elefanten gar nicht verlieren. Pass mal auf. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen was hin. So, pass mal auf. Erstmal ein bisschen Schlamm. Wo war Schlamm? War das Schlamm? Das war Schlamm. Schlamm war das hier mal zu, ne? Schlammbader, Schlammbader, Schlammbader. Und dann machen wir nochmal hier, wo war das? Das war das das? Großer Papyrus. Zimzam, 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 zimzam. Weil unsere, ne, Elefanten ja doch auch gerne mal abmemmen, ne? Von wegen, ne, hier, wir haben nichts zu fressen, ne? Ich verhungere. Aber das müsste damit ja eigentlich gegessen sein. Guck mal, kommt da direkt an, ne? Hier, Kollege, ne? Mir geht's prima, ne? Hau dir das mal in den Schädel. Sag mal, ne? Gib mal eine Geschmacksprobe ab. Wie schmeckt denn dazu? Ja. Und? Er sagt nicht viel, ist wahrscheinlich eher der schweigsame Typ, ne? Aber ja, er hat's, glaube ich, gefressen, ne? Oder? Er will sich auf jeden Fall, er hat hier ein paar Bedürfnisse, die ich ihm so nicht erfüllen kann. Okay, da müssen wir mal weiter gucken.
Wir haben jetzt 94,4 und so, ja, die Tiere, das ist immer so eine Sache. Hier ist wahrscheinlich jetzt die Herde wieder zu groß, ne? Flumm, dumm. Okay. Flumm, dumm. Ja. Flumm, dumm. Ja, genau. So. Hier bei dir auch, ne? Ja, okay. Zip. So, das, die Zebras sind immer einsam, wie wir wissen, ne? Das ist... Hier, da sind deine Kollegen. Hier hast du nicht einsam zu sein, Kollege. Eine ganz einfache Geschichte, ne? Aber das mit den Blättern ist ja wohl echt nur Umschlagplatz Nummer 1. Blätter, Blätter, Blätter. Wir machen hier nochmal ein bisschen Schlamm rein. Das machen wir mal. Bisschen Schlamm. Schöne Schlammerei. Spaß dabei. Und dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen hier, ne? Papier raus. Was war da das? Ja, ja, genau. Zim, zam, zim, zam, zim. Zim, zam, zim, zam, zam. Zim, zam, zam, zim. So. Bitte sehr, Freunde. Da könnt ihr aber sowas von lecker essen, Kollegen, ne? Und hier, ne? Zebra Baby Bianca, ne? Bitte jetzt nicht mal abhauen. Habt ihr gesehen, wie die gejumpt hat? Ist hier coole Sache, das. Na, ihr Süßen. Oh, da spielen sie. Ist hier voll der Kindergarten. Cool. Ja. 92%. Wir kommen bei den Pflanzen irgendwie nicht über unsere 94, hast du nicht gesehen. Na, Süße. Alles gut. Gehst du hier ein paar Blätter holen? Habe ich gerade für dich extra frisch angepflanzt. Oder gehst du das trinken? Der Boden ist mir zu weich. Wie, der Boden ist dir zu weich? Savannengras. Das ist kein Savannengras. Oh Mann, ey. So, jetzt aber hier, ne? Frisches Savannengras. Aha. Savannengras. Immer wieder Spaß mit Savannengras. So, was mit dir hier? Mir geht's prima. Super. Super, super. Ihr wollt Blätter? Hier, pass mal auf. Pass mal auf, Kollege. Hier sind Blätter und der Kollege frisst doch Blätter, oder? Ich möchte frische Blätter fressen. Was, dann machen wir hier nochmal. Machen wir hier nochmal eine kleine Schlammerei hin oder so. So, warte, Moment. Schlipp, schlapp, schlupp, schlapp, schlipp, schlapp, schlupp, schlapp, schlupp, schlupp, schlupp. Dann machen wir noch ein paar. Hier Dings der Zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zam. So, könnt ihr Blätter fressen, Freunde? Das ist hier vom Allerfeinsten. Ja. Also da sollte auch jeder Blattfresser jetzt irgendwie so langsam mal auf seine Kosten kommen hier. Ne? Bei den Jumbos haben wir da auch schon was eingefüllt. Gras, ja, Gras ist immer so eine Sache, ne? Weil viele Bäume halt hier nicht wirklich Gras, aber hier ist eine riesen Graslandschaft eigentlich. Wir können ja noch ein bisschen mal nachziehen. Ne? Nutzt sich ja auch ab, das wissen wir ja, ne? Aber hier guckt das mal, ja, alles schön Gras, ne? Hier die ganzen Dinger wegmachen, ja, schön Gras. Okay, das sind unsere Erdmännchen, die wollen natürlich kein Gras, die wollen natürlich Savannengras. Aber ja nun, du willst was spielen hier, Kollege? So, Pflanzen sind jetzt auf 95%, okay. Aha. Ja, aber... So, hier sind ja auch ein paar, sagen wir mal, Blattfresser dabei. Mal hier noch ein bisschen Schlammerei hin. Und da auch noch mal ein paar von den Papyrussen. Korrekte Pluralform, Papyrusse. So, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zam. Bitte sehr. Was, 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 was? Das Wasser ist zu tief für mich. Okay. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Verzeiht mir. Entschuldige bitte. Ja. So, aber bei euch geht's gut hier, ne? Bei euch ist alles klar? Gnuku. Mhm. Gnukühe. Erstmal spielen, wo geht's denn hin? Was willst du denn? An etwas kratzen. Ein paar Kratzereien können wir hier nochmal hinstellen, ne? Zim, zam, zom. So, hier mal flächendeckend ein bisschen Kratzerei anbieten. Also, da sind auf jeden Fall ein paar Springgeschichten. Ja, nochmal eine schöne Kratzerei hin. Da steht schon eine, ne? Da stehen auch schon welche. Aber Kratzereien haben wir jetzt eigentlich eine ganze Menge irgendwie, ne? Da ist schon wieder ein Elefant krank. Jetzt sag mir nicht, dass der schon wieder Hunger hat, ey, Kollege. Ich verhungere. Gut, dann machen wir jetzt hier nochmal unseren neuen Schlammtrick, ne? Hier. Dann müssen wir das Gelände wieder anheben. Müssen wir mal hier mal. Hier geht das, glaube ich, klar. So, Schlamm, 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 Schlamm. Und da dann nochmal hier die. Fuck, die. Papyrus, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zam. Weil dann haben sie zumindest hier ein gutes Angebot, ne? Und wenn man nichts da sein sollte, ich meine, Blätter kann man immer fressen. Da kommt auch direkt, ne? Na, Kollege, ne? Gehst du jetzt hier ein paar Blätter ziehen? Pass mal auf, will ich jetzt nochmal gut sehen, ne?
Ach, den haben wir, glaube ich, irgendwann nachgekauft, ne? Elefanten Q12. Genau, pass mal auf, du gehst jetzt hier ganz brav hin und holst dir ein paar leckere Blätter. Ja? Das war super, oder? Jetzt sag mal. Komm hier, Blätter, da, fressen, fressen. Na komm. Komm, hol dir ein paar Blätter, Süße. Jetzt will sie Gras. Jetzt will sie Gras. Jetzt will sie Gras. Ja. Aber die Blätter müssten es doch erstmal hier tun, ne, Kollege, ne? Können wir denn hier nochmal ganz kurz mal schauen? Probieren wir nochmal irgendwie. Ne, Moment, das war Schlamm. Das ist aber alles so tief, ne? Tief, 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 tief. Trotzdem probiere ich da nochmal ein paar von den Dingern dahin zu ballern. Das ist wahrscheinlich zu tief. Okay. Ja, da kommen sie zumindest an, ne? Warte mal, dann machen wir nochmal hier mal nochmal und da nochmal eine Runde Schlamm hin. Und ballern da echt noch welche von hin, weil, ne, ich will ja nicht, dass meine Tiere hungern, ne? Oh, das ist wahrscheinlich zu tief. Kacke, das ist auf jeden Fall zu tief. Zim. Das verbimmeln wir sofort wieder. Ja, da habe ich halt gerade rumgespielt mit dem Dings der Bums da, ne? Weil ich dachte. Okay, aber du verhungerst nicht mehr, ne? Auch noch. Stufenweise anheben. Aha. Können wir denn da jetzt Schlamm und dann. Ne, das ist, glaube ich, echt zu tief, ne? Du kannst ja nochmal probieren. Was wollte ich gar nicht? Doch, jetzt scheint es zu gehen. Sim, zam, sim, zam, sim, zam, zom, sim, zam. Was ist euer Problem? Wasser zu tief. Verdammte Kacke. Wasser zu tief, Wasser zu tief. Aber euch scheint es okay zu sein, ne? Wieso alle kommen? Alle voll am Hungern hier. Scheiße. Da müssen wir noch mehr von machen, aber das ist dieses verkackte Geländetool. Das ist irgendwie eine, das ist was, was ich nicht wirklich hinkriege. Zim, zam, zim. So, und jetzt mal hier Gelände an. Ach, das war abebnen, oder was war das? Nein, komm hier runter. Zim, zam, zom. Da würde ich ganz gerne noch mehr von machen. Pass mal auf, können wir hier ein bisschen Schlamm reinballern? Und dann noch ein paar von den Dingern hinstellen. Moment. Großer Papyrus, Zim, Zam, Zim, Zam, Zim, Zam, Zim, Zam. Ja, dann haben die Elefanten auf jeden Fall erstmal dann richtig gut zu fressen. Ja, können sie es jetzt auch echt aussuchen? Euch, ne, werde ich in der nächsten Folge verarzten, beziehungsweise das Wasser ist echt schön, artgenossen. Okay. Aber das ist natürlich jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, hier eine coole Sache. Machen wir noch mal ein bisschen, weil ich möchte echt nicht, dass meine Schlamm, dass meine Tiere hier irgendwie sagen, Spielkind hätte sich nicht gut um mich gekümmert. So, Moment hier, Zim. So, können wir es hier? Zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim. Weil die Dinger fressen sie halt echt gerne und die sind auch, glaube ich, relativ einfach zu halten. Denn die memmen auch nicht so wirklich viel ab, ne? Jetzt geht's dir gut, ne? Oh, ja, jetzt finde ich's gut. Das finde ich gut. Ja, das war echt lebensrettend. Das war. Du kleine Jüng, pass auf, das ist nicht. Ja, mir geht's prima. Hat aber Späßchen. Na, Kleiner, kannst du richtig schwimmen oder was? Soll ich dich mal raustragen? Woher kriegt er alleine hin? Da ist auch noch ein kleines weißes Flusspferd, ne? Mir geht's prima. Wasser ist echt schön. Ja, super. Ja, ich denke mal hier, diese ganzen Dinger, die haben unseren Jumbo ist echt das Leben gerettet, ne? Ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir gucken mal, wie wir das hier weiter hinkriegen. Ich sehe es hier, ist alles ganz schrecklich und wir müssen dann mal wieder Savannengras klar machen, aber ja, wir können ja mal generell gucken, ne, wie viele Folgen wir davon noch machen sollen, weil wenn ich echt sehe, das ist auf keine Chance, ne, dass das irgendwie nicht funktioniert, weil die Pflanzen halt entsprechend auf der anderen Insel, ne, für uns nicht zugänglich und dann sich drauf einwirken, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber ein paar Folgen wollen wir auf jeden Fall noch rausschießen. Jetzt haben wir erstmal gelernt, wie wir unseren Elefanten so ein bisschen so, ne,
Wir machen aber mal ganz kurz noch Folgendes, Süßen. Das, ne, aber, ne, sonst memmen die wieder alle hier komplett ab und das ist einfach scheiße. Ne? Und wenn die Blätter halt fehlen, dann sind die Jungs ja auch nicht gut zufrieden, ne? Das muss man ja schon mal so sagen, ne? So, hier ihr auch, Freunde, ihr auch. Ne, das ist auf jeden Fall elementar, Watson, elementar. So, weil wenn kein Wasser da ist, ne, dann ne, gibt es keine Blätter. Wenn es keine Blätter gibt, haben unsere Elefanten ein Problem. Ne? Ja. Okidoki. So, meine lieben Freunde, dann sage ich ne, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, Moment, ne, ciao, ciao. Und geht aber wieder ins Zoo, ne, sagt euer Speakend 45 hier mit Pflanzendoktor. Ne, ciao, ciao.